Adi, Schatz, alles Gute. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go. Heute ist Raidboss Wechsel auf Kabutoro. Wir wollen erstmal an Jonas seine Mütze geben. Jonas, Mütze, du kriegst einen Sonnenstich. Tschüss. Dann müssen wir jetzt erstmal in, wo müssen wir hin? Zum wilden Stromhäuschen, da wo der Teddy ist und der neue Dönermann. Da geht ein Raid auf. Da habe ich letztens mit dem Hannes auch ein Entei-Raid gemacht. Da muss ich Pupsi mal zeigen, dass man da rein kann, sich setzen kann an den Tisch und richtig gemütlich dann den Kabutoro Community-Raid abhalten. Kabutoro finde ich gut, ist der Stier. Fahren wir hin, gucken wir uns an. Vielleicht gibt es sogar einen Shiny. Es dauert noch ein bisschen, bis der Raid aufgeht, deswegen sind wir jetzt erstmal im Teddy und guckt euch mal diese genialen Pets an, ja. Kennt ihr das noch? Pets, diese Bonbon-Spender. Die gibt es jetzt auch von Marvel mit Spider-Man und Captain America, mit Thor, mit Iron Man, alles dabei. Oder genau wie hier diese, also eigentlich diese Trolley-Hamburger, aber die sind jetzt nicht von Trolley, die sind einfach von Yummies, ein Mellow-Burger. Ach so, ja, sieht nämlich auch irgendwie anders aus. Okay, vergesst die Yummies, die Trolleys gibt es nämlich auch. Direkt ein Ständer daneben, habt ihr eine Big Box mit Trolley-Burger. Und wenn ihr die noch kennt, schreibt es mal in die Kommentare. Ich muss jetzt Pupsi suchen und am Doritos-Fach vorbei jetzt schnell noch was zu trinken irgendwo holen und dann den Raid mal. So, jetzt haben wir noch mal kurz aus dem Teddy raus. Da habe ich gesehen, da gibt es sogar hier vorne Mentos, die Mentos-Drinks. Gestern Abend kam die Premiere. Schon ein Jahr her, dass ich die Dinger hatte. Gestern habe ich sie endlich hochgeladen. Jetzt sehe ich im Teddy, gibt es auch die Mentos Drinks. Also wen das interessiert, könnt ihr auch mal in dem Teddy gucken. Ich habe mir jetzt hier diese super geniale Flötzinger Cola Mix mitgenommen. Da habe ich Bock drauf. Pupsi hat hier Cola Mix Hauslimonade von St. Georgenbräu mitgenommen. Denn wir wollen uns jetzt ein bisschen setzen und den Raid machen. Und hier habt ihr noch den Löschzwerg Cola Orange Energy. So rum. Und die kann man ja gut aufmachen, indem man da einfach nur den Nippel wegzieht. Also so. Und dann hochdrücken. Also abziehen. Wie ein Splint von einer Granate. Und jetzt können wir mal probieren, wie das schmeckt. Ich glaube, ich hatte das schon mal, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich würde es nicht als Cola bezeichnen, ich würde es nicht als Orange bezeichnen. Energy, okay, ich würde es eher als, ja, als Traubenzucker bezeichnen. Eine Flasche Traubenzucker zum Trinken, total außergewöhnlicher Geschmack. Machst du einmal, wenn du was Besonderes willst, aber zum Durchlöschen, als Löschzwerg, für mich jetzt nicht geeignet. Da gönne ich mir doch lieber die Flötzinger Cola Mix. So, der Raid ist jetzt auf, es ist 11:07 Uhr ging der auf, obwohl ich kann ja schon mal dann in die Lobby. Ich schreibe jetzt einfach mal hier Go. Ich schreibe da Go, ich gehe da raus, ich gehe hier rein, ich gehe beim Samyang auch rein. Jetzt muss ich mal einladen. Gab es gerade ein bisschen Trubel in der Raid-Gruppe. Wir haben jetzt Excavador, Johannes, Creeper, Henry, Niki und, pass auf, ganz neu, gerade geedit. Wenn wir auf Freundschaftslevel gehen, haben wir hier... Ja, wo denn? I love Christa. Wieso hat die denn vier Herzen? Ich dachte, ich habe den Namen noch nie gehört. Wollte ich jetzt hier einladen. Hab gedacht, ist ja eh neu. Gehst du auf Freundschaftsherzen? Null. Weil der ja dann ist ja neu, hat er noch keine Interaktion. Jetzt ist das einfach vier Herzen bester Freund. Warum? Wer ist das? Johannes, was machst du da? Auf jeden Fall sind wir jetzt drin. Haben eingeladen. Euch kurz mal zeigen. In der Raid-Gruppe habe ich nämlich gepostet, wenn ich hier auf Raids gehe, den Raid. Und zwar
Wieder mal mit Koordinaten, wieder mal mit Arena, mit Bild, mit allem drum und dran. Und dann wurde sie hier eingetragen für 11.07 Uhr, habe ich ja gesagt, wen wir alles einladen. Deswegen, wenn ihr nicht in der Raid-Gruppe seid, kommt in die Raid-Gruppe. Link in der Beschreibung. Sind bei 45 Sekunden, da kann ich ganz kurz auch nochmal auf den Community-Tab einblenden. Da habe ich nämlich die Konda-Liste gepostet. Community. Bild von Kabutoro, das Ding ist Pflanze und Fee. Ihr nehmt also am besten Gift, weil Gift ist doppelt effektiv. Ihr könnt natürlich Feuer gegen Pflanze nehmen, Flug gegen Pflanze, Eis gegen Pflanze, Stahl gegen Fee. Nehmt aber Gift, weil Gift ist gut gegen Pflanze, Gift ist auch gut gegen Fee. Mega Bibor wäre eine Mega-Entwicklung, die ihr da vorne reinnehmen könnt. Bei mir hat es jetzt hier Feuer, Gift, Feuer, Feuer, Geist. Drache, ich habe jetzt keine Zeit gehabt, ein Team auszuwählen. Wir nehmen einfach das, was es hat. Beim Samyang ist 6-mal Anego drauf. Ich weiß gar nicht, ob der Habanero ein Anego hat. Spätestens zum Go-Fest kommen Anegos ja wieder zurück. Anego-Raids wären möglich. Wenn der den Pokédex-Eintrag noch braucht, kann er den da mitmachen. Ansonsten, ja, Mega Bibor entwickeln. Den, mit dem macht man ja sonst nichts. So kann man den nehmen. Auch andere Gift. Pokémon dann boosten, oh mein Gott! Jonas! Der Jonas macht hier wieder Party. Ach, der hat den Kronkorken, ja? Von der Cola-Mix. Nicht, was ihr denkt, weil wir sitzen ja hier und chillen eigentlich. Hier läuft auch jemand runden schön über den Sportplatz, ist gemütlich, da kann man immer mal gucken. Schafft er es in der Zeit, wie wir das Kabutoro verprügeln, eine ganze Runde? Nee, ist schon tot und er ist eben erst vorbei. Ab jetzt wollte ich zählen, kann ich nicht. Das Ding gibt es auf jeden Fall in Shiny. Das ist schon länger als Shiny da. Das fand ich immer cool. Das wollte ich unbedingt als 100er haben damals. Mittlerweile ist das wurscht. Und jetzt sehe ich, ich habe ganz vergessen zu gucken nach dem 100er Wert. Sag mal, Pupsi, hast du überhaupt jetzt mitgemacht? Ja? Wie viel hast denn du? 23,75. Ich habe 23,88. Der hier hat 24,37. Das klingt auf jeden Fall gefährlich. Wir werden jetzt einfach mal, ach, während wir den fangen, fangen wir mit dem hier auf der Seite auch einfach gleichzeitig mit. Das wird schon gehen. Der hat ja einen riesengroßen Kreis. So. Also wer da nicht einfach fabelhaft trifft, da weiß ich auch nicht. Das hat ja so einen großen Kreis. Der erste ging erstmal daneben. Das ist perfekt. Jetzt schmeißen wir hier rein großartig. Jetzt werfen wir hier rein einfach fabelhaft in diesen fetten, großen Kreis. Denn ich möchte wirklich sehen, was der zweite hat. Ist das vielleicht sogar ein 100er? So, einfach fabelhaft ist schon eingestellt. Da verstelle ich jetzt nichts mehr. Jetzt werfe ich wieder auf beiden gleichzeitig sozusagen. Da verstellen wir nichts. Hier curven wir aber. So, bei beiden einfach fabelhaft im Duo parallel werfen, das macht Spaß, das macht Bock. Jetzt muss er noch irgendwo drin bleiben, jetzt habe ich den Angriff verpasst. Jetzt greift er wieder an, werfen wieder drauf. Beim anderen, der braucht zu lange, da werfen wir jetzt ohne Angriff. Fand ich auf jeden Fall als einer der besten von den Kapus, von den Schutzpatronen. War das immer mein Liebling. Kaboriki war ja der erste, der damals rauskam. Den fand ich cool, weil er Elektro war. Aber vom Design her, von der Art her, erinnert der hier mich wieder an den mexikanischen Wrestler. Deswegen fand ich Kabutoro immer am coolsten. Nicht am nützlichsten, aber am coolsten. Hat ja dann, wenn er shiny ist, auch noch mehr Schwarztöne mit Gelb drin. Da ist das Rote, glaube ich, ganz weg sogar. Ansonsten ist er sehr zappelig, aber hat halt einen Riesenkreis. Ich mag es eigentlich nicht, wenn die Viecher immer hin und her gehen die ganze Zeit. Der geht hin und her, der bleibt aber auch viel in der Mitte und der bewegt sich eben ganz viel. So, wir haben den jetzt schon mal hier eingetütet. Ich bewerte den mal ganz kurz. Was es ist, zeige ich euch danach. Jetzt versuchen wir erstmal den Rest hier einzutüten. Vom Kabutoro nochmal einfach fabelhaft. Ich habe ja gesagt, wenn Kabutoro kommt, okay. Es kommt aber auch Mega Scaraborn.
Ich würde vielleicht meine zwei täglichen Raid-Pässe jeden Tag in Mega Scaraborn stecken, weil ich Scaraborn auch richtig cool finde. Es eine neue Mega-Entwicklung ist, ich mega Energie sammeln kann, ich den schnell auf Level 3 der Mega-Stufe bringen kann und dabei auch noch auf Shiny-Jagd gehen kann, weil der ja sonst bei uns einfach nicht da ist. Kabutoro kam schon öfters. Das ist jetzt hier der Pokédex-Eintrag. Guckt dir das an. Können wir auch bewerten, wird jetzt nicht so gut sein. 3 Sterne mit 13, 12, 12. Mein Hater hat oben wieder geschrieben. Okay, gehen wir mal runter und zeigen euch jetzt noch, was der hat. Das ist ein 98er. Es ist leider kein 100er, aber es ist ein 98er. Der hat also, guck mal hier drauf, das ist wieder dieser flimmernde Bildschirm. Der hat 15, 14, 15. Im Hintergrund seht ihr auch schon. Guckt euch den an. Was macht der da? Was macht der da? Was machst du da schon? Was machst du da? Tschüss! Ich glaube, Jonas möchte die Sendung beenden. Er hat ein ganz schmieriges Kinn. Und trinkt mehr hier Cola Mix. Ne? Das ist kein Bier, das ist kein Bier. Und das ist angeblich Energy. Schmeckt aber nur nach Und deswegen. Das war's von meiner Seite aus. Habt ihr schon einen Kabutoro gefangen? Habt ihr schon einen Pokédex-Eintrag? Habt ihr schon einen Shiny bekommen? Schreibt es mal rein. Habt ihr einen 100er? Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses, euer Jonas, euer Pupsi. Ciao.